Es ist auf jeden Fall stark klebrig. Ich lieb's. Oder? Das ist der Hammer. Oh, ich find's auch richtig gut. Digga, ist das gut. I know. Boah. Herzlich willkommen, Leute. Ich kann was mit den... Die Lippen. Was sagst du dazu? Also, ich sag tatsächlich, es ist eine feuchte Angelegenheit. Es ist nicht Corona-konform, das kann ich euch sagen. Liebe Leute! Hallo! So schlimm? Ja, irgendwie habe ich halt einen Haar im Mund. Okay, kann aber nicht an den 20.000 Millionen Haaren an deinem Kopf liegen, sondern... Tada! Also, mach mal den Mund auf. Ich war heute bei DM einkaufen. Ah, Joscha war einkaufen. Ich war heute bei DM einkaufen. Ayosha war einkaufen. Ich war heute bei DM einkaufen und habe mir so gedacht, ey, weiß ich nicht, ich muss das auch mal machen. Außerdem mögen wir Foodholz und bei DM waren wir noch nicht. Und ich war letztens unterwegs. Ich. Ich war unterwegs. Ja, und was ist passiert? War bei DM und dachte so, Alter, was ist hier los? Es ist ja eine Explosion an veganen Sachen. Und dann 5 Sachen. Foodholz. Wie viel haben die? 6 Sachen? 20. Nee, du hast was einkaufen. Ich habe den Einkauf gesehen. Schätz mal, wie viele Artikel das waren ungefähr, die du eingepackt hast. Die ich gekauft habe. Die du gekauft hast. Und dann sag, wie viel du glaubst, es da gibt. Ich schätze, ich habe 40 gekauft. 40 Produkte? Nee, ich habe 30 gekauft. 30, ich glaube mehr. 35. Ich glaube 37. Aber okay. Ich habe 35 gekauft. Okay. Insgesamt, glaube ich, 75 Euro von unserem eigenen Geld bezahlt. Auch nochmal wichtig, ich habe keine... Kriegen wir nichts bezahlt oder so. DM. Ich war mega überfordert am Ende, weil ich so dachte, okay, was mache ich jetzt? Kaufe ich nur noch die DM-Produkte? Kaufe ich andere Produkte? Mache ich Handstand im Laden? Ziehe ich mein T-Shirt aus? Lasse ich es an? Ich weiß es nicht. Ich habe am Ende alles gemacht, bin irgendwie nackt da rausgegangen, war dann irgendwie total verwirrt und wurde dann angezeigt. Dann bin ich zur Polizei und am Ende war ich dann irgendwie doch hier und dann bin ich aufgewacht, weil ich gemerkt habe, ich habe... Nein, es ist alles... Lass mal Luft holen. Boy, that escalated quickly. Und dann hast du diese beiden Tüten hier heute hergebracht und wir beide, ich weiß nicht ganz genau, was alles drin ist, das heißt, ich hole sie raus und dann gucken wir uns die an und vielleicht essen wir das ein oder andere und lachen. Aber wir nicht alles essen, weil dann kommt es nicht wirklich. Ganz am Ende kommt eine kleine Überraschung, eine große Überraschung, eine kleine Packung, aber eine riesen Überraschung. Stay tuned. Das Coole bei DM ist inzwischen echt, dass das einfach alles ausgeschildert ist. Also man braucht nicht mal mehr auf die Verpackung zu gucken, sondern es ist direkt an den Schildern, steht dran, vegan, glutenfrei, was auch immer. Und das macht den Einkauf so viel angenehmer bei DM. Super, ey. Wir haben hier einen veganen Proteinbar, der erstmal geil aussieht, weil ich mag gerne, das sieht ein bisschen aus wie so ein, wie sieht das aus? Wie sieht das, was ist das? Ich weiß ja nicht, also ich weiß überhaupt nicht, was du meinst, gar nicht. Ich weiß nur, dass ich den jetzt gekauft habe und ich fand den... Kannst du mal aufmachen. Okay. Ach, du hast den schon mal gegessen? Ja. Ach, sag das doch. Ja, mach mal auf, aber. Ich will den gerne probieren. Wow, oh nee, warte mal, der sieht doch geil aus. Noch gegessen? Erzähl mir. Sorry, der sieht aber richtig gut aus. Mhm. Aber es ist hart, ne? Mehr muss man nur nachhalten. Ein bisschen. Ich finde den auch nicht schlecht, aber ich finde den auch nicht geil. Der sieht besser aus, als er ist. Der schmeckt ein bisschen wie feuchtes Holz, finde ich. Also so von der Konsistenz. Also der ist, weißt du, der ist sehr, sehr trocken. Das stimmt. Aber auch nicht schlecht. Nee, aber auch nicht geil. Also ich finde, wenn ich den angucke, denke ich so, boah, was ist das denn geiles hier? Und Low Sugar. Das schmeckt man aber raus, dass der nicht so viel Zucker hat, finde ich. Ja, viel. Der nicht so viel Zucker hat. Ja. Alter. Warum haben wir den nicht in unserem Kekstest getestet, Junge? Weil wir nicht bei DM waren. Du warst nicht bei DM. Utz. Aus Reismehl. Bio, glutenfrei. Wow. Wollen die jetzt auch probieren? Ja, einen probieren wir. Ich sag's euch, unsere Videos gehen immer mit einer Stunde gefühlt immer, aber das ist geil, ihr mögt das. Oh, ach so. Ist ja glutenfrei, die müssen so fertig sein. Ach so, ich dachte gerade, das sind einzeln. Sorry, ich bin heute... Warum bist du so? Aber warum macht man das nochmal genau? Erklär das nochmal. Warum man die einzeln verpackt? Wegen Gluten? Nee. Ich habe mal gehört, das wäre wegen irgendwas mit Gluten. Also, ich weiß nicht, ob du das siehst, aber siehst du das? Siehst du das? Ich schwöre dir, es ist mehr als Küssen, wenn ich das esse. Und was ist das Problem? Was ich gerade höre, ist nur Mimimi und was ich sehe, ist, ich werde notgeil. Was? Ich sehe das Problem nicht. Man beschwert sich doch nicht über sowas. Es ist ein Kuss for free, Mann. Ich finde den sehr lecker. Der ist wirklich sehr gut. Und ich finde es tatsächlich auch ganz cool. Also die Freundin von meinem Bruder hat Pädiakie, also kann kein Gluten essen. Und ich finde es cool, dass die Kombination vegan, glutenfrei bei solchen Sachen auch angeboten wird. Der ist super lecker. Ist wirklich lecker. Ich muss auch sagen, eine angenehme Süße. Ihr wisst ja, ich bin ja besser geworden, aber immer noch tendenziell Team Süß. Zu schnell zu süß. Warum ist der so lecker? Was ist daran so lecker? Ich würde sagen, es ist die Kombination aus Kakaocremefüllung und Reismehl. Stimmt. Das ist so wirklich lecker, meine Güte. Ich muss mich gerade zusammenreißen, nicht weiter zu essen. Macht Gordon für mich.
Das ist übrigens die Eigenmarke. Ich bin dann im Laufe übrigens, als ich da durchgegangen war, am Anfang habe ich angefangen, so diese Proteinriegel, und dann dachte ich irgendwann so, nee, ich kaufe jetzt nur noch die M-Eigenmarke, weil das einfach zu viel wird. Zu viel, ne? Einfach eine Schokokuchen-Backmischung mit Zartbitterschokolade und vegan. Und ich glaube auch, warte mal, ja, es ist easy. Soll ich dir was sagen? Nee. Also ich backe ja regelmäßig Kuchen. Doch nochmal. Back regelmäßig Kuchen und ich sage dir, es ist super einfach, Kuchen zu backen. Da brauchen wir keine Backmischung. So, das ist gerade Dr. Ironisch. Wieso ironisch? Ich mein's ernst. Hast du schon mal Schokokuchen gebacken? Nee, hab ich doch schon mal gesehen, du backst doch nicht. Ich habe doch in deinem Kühlschrank gesehen. Aber du hast gesagt, du backst häufig. Genau, ich back häufig. Das ist ja gelogen. Erstmal ist die Frage, wo hast du es überhaupt wissen? Weil ich dich kenne. Und du weißt, besser als mein Wüstenstiefel. Was? Keine Ahnung, ich weiß den Spruch gerade nicht mehr. Naja, wie auch immer, auf jeden Fall. Wüstenstiefel. Es ist nicht so schwer, was zu backen. Können wir uns darauf einigen, Community. Ich sehe es genauso wie ihr. Ich weiß nicht, ob man eine Backmischung braucht. Aber ich weiß auch gar nicht, wer das unterstellt hat gerade, aber ich finde, ich sehe es eigentlich genauso wie ihr. Was labert ihr eigentlich? Was laberst du eigentlich? Gott, ich bin heute echt ein bisschen durch. Also hat DM einfach mal alles irgendwie? Hat alles. DM alles? Alles. Und das Krasse ist ja auch, alles irgendwie nicht gekühlt. Das heißt ja auch, also ich weiß nicht, ob das ein, hat ja irgendwie auch CO2-mäßig einen Vorteil, wenn das nicht gekühlt werden muss. Also zum Beispiel so ein Mangolassi. Aber bist du sicher, dass er nicht gekühlt werden muss? Also ich habe den nicht im Kühlregal. Der stand so im... Willst du den jetzt trinken? Ja, ich würde einen Schluck für dich mehr tatsächlich genehmigen. Ganz ehrlich, diese ganzen Testvideos zerstören mich. Muss man den schütteln? Hab ich doch. Okay. Moment, was hast du was? Womit ich den geschüttelt habe? Nee. Misophonie? Was ist dein Problem gerade? Ist gut. Essgeräusche, sorry, Leute. Finde ich gut. Also zwei Sachen, die ich hier gut finde, ja? Ja. Punkt 1. Es gibt sowas. Das sind drei Sachen. Okay. Ich würde persönlich sowas nicht konsumieren, aber es gibt Leute, die mögen sowas. Mhm. Und? Das separate Entsorgung finde ich auch gut. Geschmackstechnisch muss ich sagen, finde ich es eher mäßig. Finde ich auch. Aber schmeckt nach wenig. Also schmeckt eher wässrig. Aber hast du schon mal in deinem Leben Mangolassi probiert? Ja, ich erinnere mich noch dran, da war ich doch definitiv nicht vegan und da habe ich immer diesen von Penny oder Netto, habe ich immer Mangolassi getrunken mit Kuhäutermilch und den fand ich immer sehr lecker. Der war sehr mangoig und ich finde den irgendwie nicht so mango. Mhm, das stimmt. Oder? Der hat auch nur 11%, aber ich weiß nicht. Hunkungsnussdrink. Ja, gut, weiter geht's. Aber schlecht ist er nicht. Nee. Oh! Jackfruit, Natur. Ballaststoffreich, glutenfrei, bin ich sehr gespannt drauf. Wie isst du dein Jackfruit? Erzähl mal. Also erstmal möchte ich erzählen, dass meine bisherige absolute Lieblings-Jackfruit von Jackie F ist, weil A, haben wir sie mal kennengelernt auf einer Veggie World, B, finde ich es cool, dass sie das unterstützt, weil sie nimmt die Jackfruits, die weggeschmissen werden. Oh, das sieht aber interessant aus. Die sehen aber dunkel aus. Ja, voll. Genau, also Jackie F, wirklich bestes Jackfruit. Ich bin mal sehr gespannt, wie das jetzt hier ist. Aber auch nicht billig, muss man sagen. 3,50 Euro kostet das eine von Jackie F. Nee, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Warum ist es so dunkel? Weiß ich nicht. Ist das mariniert? Was ist denn da drin? Zeig mal. Also drin haben wir Jackfruit-Fruchtfleisch. Sonst gar nichts. Gar nichts. Krass. Ja, ich werde es heute Abend mal zubereiten und gucken. Machst du das in einem Burger oder wie machst du sowas? Also du kannst ein Burger-Patty draus machen, du kannst es auf die Pizza machen, du kannst es in die Nudeln machen, du kannst Tacos daraus machen und das so wie, ich sag mal, so Hähnchenfleischmäßig benutzen. Du kannst es irgendwie in Wrap reinmachen. Ich glaube, du verstehst, was ich meine. Du kannst es eigentlich Du kannst einen Salat daraus machen. Eigentlich geht es ja darum, zum Beispiel, wenn du einen Burger essen würdest. Aha. Es gibt ja dieses Produkt, das ich tatsächlich relativ eklig finde, aber geschmacklich, glaube ich, ganz gut sein. Pulled Pork, hast du davon schon gehört? Genau, und darum geht es ja, solche Burger zu machen. Das kann man, glaube ich, gut, weil das auch so faserig ist. Da hast du recht. Oh, vielleicht mache ich das heute. Wir sind bei Instagram. Guck mal bei Instagram an. Was ist das? Haferporridge mit Leinsamen, glutenfrei, vegan. Ja, das war am Anfang, als ich noch dachte, ich kaufe einfach alles, weißt du? Gut. Ist nicht so spannend, ne? Ja, ist gut, dass es das gibt. Das sieht halt so aus. Aber Overnight Oats kann man damit machen. Was ist das? Glutenfrei, Reis, gepufft, Leinsamen, Buchweizen. Achso, das war's. Ich weiß, ich habe das so energisch vorgelesen. Da kommt leider nicht mehr viel. Aber guck mal, ich meine, das ist bei DM, es ist Bio. Also ich hätte mich da einfach dumm und dämlich kaufen können. Habe ich auch. Ah, wo wir gerade beim Thema... Es gibt nämlich auch Schokomüsli. Auch das von ist cool, oder? Das finde ich super. Ja, und aber da ist Zucker drin, glaube ich. Ja, okay, man kann nicht alles haben. Das stimmt. Vor allem, ich sage einfach, da ist Zucker. Dann muss ich das denn wissen. Ich habe es noch nicht mal gecheckt. Das ist eine Unterstellung. Ja, ist Zucker drin. Aber es sieht gut aus. Ist veganisch. Ist von der Eigenmarke. Wahrscheinlich auch nicht so teuer. Ist Bio. Ist Bio. Ist toll. Aber die geben richtig Gas, ne? Was die für ein Sortiment haben, das war wirklich crazy. Und das ist vor allem inzwischen alles Eigenmarke. Alter, endlich. Letztens haben wir darüber gesprochen. Oh. Über Brezel. Brezeln. Ohne Aufstreusalz. Ja, kannst du mal kurz einmal aufmachen? Ja, auf jeden Fall. Weil, kannst du dich noch daran erinnern, wir hatten irgendwann mal diese komischen... Da ist aber kein Salz da drauf. Nee, die habe ich auch gerade vorgelesen. Oh, aber Palmfett. Hm, ist immer lecker. Dinkelweizen-Vollkornmehl. Dinkelweizen-Vollkornmehl? Ja, in der Mischung. Lecker. Das ist sehr lecker. Sehr lecker. Warum macht man da Palmfett rein? Könnt ihr mir das mal erklären, liebe DM-Menschen? Boah, weg damit, ich bin fort. Super lecker. Das ist lecker. Böse, Mann, das ist Hammer. Du willst mich doch von DM? Ja. Alter, warum wissen wir sowas nicht? Und Bratwürstchen gab es auch, aber die habe ich dann nicht mehr gekauft, weil ich dachte, das wird jetzt zu viel. Dumm eigentlich. John Bezos. Ist halt Seitan, ne? Oh. Boah, ist so würzig.
Boah. Sie haben die stark gewürzt. Viel Salz. Ist aber oft so, oder? Mhm. Aber ist ja auch Chorizo. Aber lecker. Boah. Magst du nicht? Ja, aber ist sehr salzig. Also den Chorizo-Geschmack schmecke ich raus. Ich bin kein Seitan-Fan, was die Konsistenz angeht. Alter, was ist denn das? Eine geile Hirsepfanne. Ohne Rosinen. Geil. Wichtig. Aber es gibt anscheinend echt so rosinenhassende Menschen. Magst du Rosinen? Ich mag Rosinen, ja. Das ist nicht so, dass ich sage, boah, geil, Rosinen. Aber wie oft hattest du in deinem Leben so einen Moment, wo du gesagt hast, boah, jetzt so eine richtig feine Hirsepfanne? Hatte ich noch nie. Also ich hatte ja einen gerade. Du wolltest eine Hirsepfanne essen? Ja, jetzt hätte ich richtig Lust, weil irgendwie habe ich gerade Hunger und ich merke, aber so, jetzt so eine richtig geile Hirsepfanne. Womit kann man das vergleichen? So mit Couscous? Sieht so ein bisschen so aus, ne? Wie ja, ich habe Hirse schon mal gegessen, bin jetzt nicht so der Hirse-Fan. Es ist halt die glutenfreie Alternative zu, wie heißt das denn nochmal? Nicht Couscous, das andere. Bulgur. Bulgur. Und was ist mit Quinoa? Schmeckt nochmal anders wahrscheinlich. Ja. Bist du Team Bulgur oder Team... Also weil Team Bulgur. Ernsthaft? Ja. Geil! Wir naschen hier so nebenbei unsere veganische Chorizo. Alter, was ist das denn? Ja. Haben wir auch nicht getestet. Veganes Hacksteak. Hammer. Aus Weizen und Sojaeiweiß. Ist das nicht crazy? Mhm. Mach mal auf die Verpackung, dann sehen wir die Dinger mal. Ist das Seitanbasis? Hast du gerade gesagt? Weizen und Sojaeiweiß. Okay. Halleluja. Wow, das sieht sehr unappetitlich aus. Ob das schmeckt? Schon ein bisschen neugierig auch, ne? Ja. Aber du, die Chorizo sagt dir schon irgendwie zu, ne? Wieso? Ich muss die ja wegprobieren. Das war eine Ja-Nein-Frage. Ey, die haben Tofu! Ich weiß nicht, ob es noch einen gab, aber es war auf jeden Fall so, dass ich dachte, geil, es gibt verschiedene Tofu-Sorten. Das ist natürlich geil. Auch da muss man sich keinen Stress mehr machen. Das ist schon irgendwie geil, oder? Hammer. Vor allem, ich bin mal selber bei Tofu, bin ich mir so gespannt. Ich liebe ja Tofu, ich esse sehr viel Tofu. Ich auch. Ich esse eigentlich echt gefühlt jeden Tag. Ich auch. Also nicht gefühlt, sondern ich esse. Ja. Gnocchi. Gnocchi. Vegane Gnocchi. Gnocchi. Ich liebe Gnocchi. Ich liebe Gnocchi. Püree. Ich glaube aber, die heißt Sommerdinkel. Sommerdinkelweizenmehl. Gnocchis. Gnocchi, tschüss. Ja, Gnocchis finde ich natürlich auch geil. Zubereitet in 1 bis 2 Minuten. Auch DM Eigenmarke Bio. Alter, was ist das? Soll ich dir was sagen? Nein. Die habe ich kennengelernt, auch jetzt, weil meine Kollegen und Kolleginnen sowas gekauft haben und all those in between. Und ich habe es probiert und ich fand's geil. Und ich möchte es gerne, dass du es aufmachen und dass du es probierst. Angeblich ist es zuckerfrei, aber ich weiß nicht, was das für eine komische Alternative ist und ob das wirklich gesund ist. Aber darüber müssen wir jetzt hier gar nicht, ne? Das ist ja jetzt nicht Thema. Also wer sowas kauft, der will ja auch, erwartet ja keine Vitaminbombe. Crazy, das ist ja so eine Dinger. Ist auf jeden Fall stark klebrig. Ich lieb's. Oder? Ist ja Hammer. Boah, ich find's auch richtig gut. Mega, ist das gut. I know. Boah. Yeah. Leute, kennt ihr die? Die sind ja richtig gut. Die haben halt so was Geiles. So ultra klebriges. Mhm. Achso, was steht hier? Naschen in Maßen. Ab 5 Häschen kann es abführend wirken. Ja, so. Würde ich mal sagen. Let's go, the party, oder? Das ist aber schon heftig. Nach 5 Häschen schon, wenn man drin was abführend wirken kann. Boah, sind die gut. Glaub's gar nicht. Machst du eine Story heute vom Klo aus? Richtig schlimm, oder? Hammer. Da gab's auch noch mehr. Noch mehr Süßkram oder was bei dir? Mhm. Alter, da bin ich so gespannt. Ach, egal. Traubenzucker. Achso, das wusste ich jetzt nicht, dass es Traubenzucker ist. Ich dachte, das wäre irgendwas Süßes. Und woher weißt du, dass es vegan ist? Weil es drauf stand. Wo? Ah, okay. Ja, nicht so krass spannend. Für was ist da drin? Traubenzucker, Kristall, wasserhaltig, Vitaminmischung, Zitronensäure, Aromen, Trennmittel. Hey, wie geil ist das denn? Veggie Hack. Wie gut ist das? Ich glaube, Veggie Hack aus Erbsen und Jackfruit. Erbsenprotein und Jackfruit. Nee, ernsthaft? Mhm. Oh, das ist auch noch Bio, Alter. Wie geil ist denn das? Werde ich auf jeden Fall auch mal ausprobieren. Hier seht ihr das Zeug an der Seite. Knusperflakes. Ja, mega geil, ey. Ich bin halt auch überrascht, weil sowas habe ich sonst halt auch noch nicht im Biomarkt oder so gesehen. Ich auch nicht, vom Jackfruit. Und hier steht, und mit 375 ml Wasser übergießen, 2 Minuten quellen lassen, kurz abtropfen und dann weiterverarbeiten, zu einem Patty machen oder sonst irgendwas. Da ist ja sonst auch nichts drin. Was ist denn da drin? 10% Jackfruit, 90% Erbsenprotein. Mega. Ja, top boy. Hartweizengrieß. Tortellini mit aber Gemüse-Tortellini ist doch auch geil. Hammer. Die sehen gut aus. Team Tortellini bin ich auf jeden Fall. Ich auch. Weil eigentlich bin ich tatsächlich Team Steinpilz. Oh. Mhm. Aber jeder muss natürlich oder Trüffel. Hilfst du mit Trüffel, weißt du? Ach, hab ich sie doch gekauft. Die haben mir noch gedacht, du hast sie doch ich die oder kaufe ich die nicht? Wollen wir die auch probieren? Ja, natürlich. Toll. Oh. Mm. Bratwurst. Ganz ehrlich, stell dir vor, du würdest eine Wurst. Aber kann man die überhaupt roh essen? Ja, ja siehst oder? Du ja, wir haben Chorizo auch gegessen. Stell dir vor. Gut, aber wir machen gerade wirklich alles, um Durchfall zu bekommen, ne? Stell dir vor, du hast früher
so eine Wurst essen wollen, vorm Grill, bevor du sie gebraten hast, wie eklig wäre das gewesen? Guck mal, wir können hier einfach die Würstchen ungebraten essen, sie sind lecker. Mhm. The perks of being vegan. Keine Sch... Kannst du mal ein bisschen vielleicht Kraft entwickeln? Soll ich das machen? Mhm. Ganz einfach. Guck mal hier, siehst du das? Da, da. Mhm. Kannst du aber bitte ein bisschen Kraft entwickeln? Hab ich. Oh, super. Mach's gut. Dammit. Sieht aus wie ein kleines Rennauto. Nee, ich möchte das nicht. Nee, ich möchte einmal ganz kurz. Guck mal, das sieht aus wie so ein ICE. Das ist ein ICE. Ja, ich glaube. Schmeckt ganz anders als die Chorizo. Mhm. Warum ist da Rohrzucker drin? DM. Macht really? Keinen Sinn. Nee, wirklich. Aber nicht. Kann ich mir, stell dir jetzt vor, dass es ein bisschen angebraten ist. Vielleicht nicht schlecht. Ja. Ich finde es nicht schlecht. Ey, DM, das ist ja Lobhudelei. Vor allem, ich finde die Mischung aus Tofu und Weizen aber hier ganz gut. Mhm. Weil das ist nicht ganz so gummimäßig. Das stimmt. Ist es deswegen super Wurst? Ich bezweifle es. Aber wir haben es ja noch nicht fertig angebraten. Wollte ich gerade sagen. Das ist natürlich. Weil wir und wehe, ihr kritisiert uns dafür. Ja, aber wenn du das natürlich sagst, du kennst das. Kritisiert uns dafür, dann machen sie es nicht. Kritisiert uns gerne dafür. Alter, jetzt ist doch hier Zappenduster. What is this? Oh, mehr Süßigkeiten. Fruit Snack, Erdbeerstoffe mit auf Apfelbasis. Ja, geil, mach's mal auf. Warte mal ganz kurz. Softe Stücke aus Apfel auf Apfelbasis? Erdbeeren? Erdbeeren auf Apfelbasis, wow. So, das ist aber ein bisschen Verbraucherinnentäuschung, ne? So muss es sein, ne? So muss es sein. Guck mal, da sind Äpfel irgendwie abgebildet, da sind auch was irgendwie... Was ist denn jetzt drin? Konzentriertes Apfelpüree, konzentrierter Apfelsaft, Erdbeerpüree, konzentrierter Holunderbeerensaft. Ja, oder probieren wir das mal, ne? Ah, toll. Oh. Oh. Mhm. Das ist nicht schlecht, aber auch... Sehr, aber sehr strange, oder? So süß gepresst. Nee, meinst du, das ist nicht. Also ist okay. Das ist nicht schlecht. Wir haben jetzt hier, ich liebe die Dinger wirklich, die sind richtig gut, meine Güte, wirklich. Nice. Du magst sie auch? Ja, ja. Hafer Crunchy von Hand gebacken. Bio aus biologischer Landwirtschaft, DM. Zucker? Am Start, safe, ganz viel. Aber sieht gut aus. Es geht mir darum, dass es einfach krass viel bei DM gibt. Sachen gibt bei DM. Und wenn ihr denkt, wir sind fertig, sind wir nicht. Wie gesagt, am Ende kommt nochmal was, das glaubt ihr nicht. Das glaubt ihr einfach nicht. Du willst mir noch nicht sagen, dass du das bei DM gefunden hast. Die gibt's bei DM? Mhm. Ernsthaft? Mhm. Ja, voll geil. Oatly. Zeige ich jetzt nicht in die Nahaufnahme. Kennt ihr hoffentlich schon. Mache ich immer so. Da steht immer drauf schütteln. Ich mache das Backpack-Ding dann immer. Saaten-Powerbrot-Backmischung. Das ist ein Riesengerät, ne? Das ist ein Riesengerät. Oder? Ehrlich gesagt hat mich das wirklich sehr angesprochen. Ich wollte mal kurz gucken, was da auch so drin ist. Geil ist. Hafer, Vollkornflocken, glutenfreie Goldleinsaat, Kürbiskerne, Sonnenblumenkerne. Das ist geil. Hammer. Aber ich sag's dir auch gerne geil, wieder. Ey. Das wird Brot auf jeden Fall ausprobiert. Ist so einfach. Da braucht man keine Backmischung. Ich sag's auch. Wie oft backst du so Brot, Gordon? Ich sag immer, wenn's benötigt wird. Ja, das ist keine Zahl. Das ist einfach nur eine leere Aussage. Okay. 73. Das ist auch nur eine Zahl. Kannst du mir einmal sagen, wie die Frage nochmal war? Wie oft backst du so Brot? Und deine Antwort, um das nochmal zu reflektieren, wie schlau die war 73. Okay, pass auf, ich antworte auf die Frage. Relativ häufig. Wenn ich sage, wie oft backst du, ist relativ häufig keine Angabe, die ich akzeptiere. Was würdest, mach mal ein Beispiel, was du akzeptieren würdest. Naja, würdest du sagen, dass es mehr Sinn macht, das in Relation zu setzen? Weil sonst ist es ja einfach eine Aussage, die für jeden Menschen individuell ist. Und wenn du sagst, ich esse zum Beispiel X pro Woche oder pro Monat, ja, das ist alles, was relativ ist, macht mehr Sinn. Okay, dann antworte ich so, es variiert. Das ist immer noch keine Antwort. Wie oft backst du Brot? Es variiert von Woche zu Woche. Im Schnitt. Es variiert von zwischen... Achso, okay, komm, wir nähern uns dem an. Zwischen 0 und ein Brot im Jahr. Hä? So wenig Brot? Ja, für mich ist das viel. Wäre immer so, ne? Jeder hat da so eine eigene Wahrnehmung. Also allein schon, wenn ich mit dir einkaufen war, hast du jedes Mal Brot gekauft. Das irritiert mich jetzt. Lügst du nee, gekauft. Lügst du unsere Follower gebacken. Du redest doch vom Backen. Ach so, du backst. Was ist denn dein, was backst denn du immer so? Ja, ich am meisten das Saaten-Powerbrot. Das aber hier? Nicht die Backmischung. Nee, ein Saaten-Powerbrot. Okay, und weißt du auch, wie du das machst? Klar, du nimmst Saaten. Und dann? Power. Alter, du willst mir doch nicht sagen, dass die auch noch... Schmarmalada mit 65% Fruchtaufstrich. 75. Mit Agavendicksaft gesüßt. Ganz ehrlich, Leute, ich hab's schon mal gesagt, lasst euch bitte nicht von diesem Marketing-Scheiß verarschen, dass Agavendicksaft besser sei als Rohrzucker. Am Ende des Tages ist es alle eine Mischung aus Glucose, Fructose und meist sind diese Dicksäfte sogar schlimmer. Es ist einfach Quatsch. Soll ich das also kaufen, keiner, kein Mensch kauft sich und denkt sich, ach, das ist ja super healthy. Soll ich das jetzt kaufen oder nicht? Wenn du Marmelade magst und Bock auf 75% Mango-Fruchtaufstrich hast von DM Bio, dann ja. Go ahead and do it. Okay, Alter, hier sind so viele Datteln, nein, entsteinte Datteln. Naja, also ich sag euch, warum ich das gekauft habe, weil ich Datteln brauche und weil ich dachte, damit kann ich nochmal signalisieren, dass es halt auch ganz viel so Trockenobst und so gibt, ne? Ja. Yeah. Dass es halt auch automatisch immer vegan ist. Aber DM hat halt auch das am Start. Geht ja darum, einmal zu zeigen, so was hat DM alles? Was haben die auch alles? Keine Medjool-Datteln, ne? Oder hatten die jetzt nicht, ne? Finde ich super komisch, dass du das gekauft hast, aber...
Nee, Zahnseide oder was ist das? Nature, nee, das Gum. Das ist Kaugummi, veganes Kaugummi. Kaugummi ist nicht immer vegan. Das stimmt. Das ist natürlich gut. Muss ich jetzt nicht probieren? Nee, muss ich auch nicht probieren. Oh Gott, hier bildet was ist denn hier los? Schmandelmus, weißes Schmandelmus. Auch da ging es mir wieder eher darum, ihr müsst es jetzt nicht unbedingt sehen, oder? Aber haben die auch Cashewmus? Genau, die haben Mandelmus, die haben Cashewmus, die hatten Haselnussmus. Pistazien? Die hatten Erdnussmus. Nee, Pistazien Macadamia? Nicht, weiß ich nicht. Okay. Aber es ist auf jeden Fall die Basic-Nussmusse, die so die meisten hatten, haben die auch. Wollt ihr eigentlich mal, dass wir Nussmusse testen? Also, weil es gibt ja scheinbar von so vielen Marken Musse. Wir sagen zum Beispiel, der große Mandelmus, oder das ist zu spitz vielleicht. Weiß ich auch nicht. Wir können nicht sagen, der große Nussmus testen. Nee, weil dann hast du auf einmal Pistazien. Ja. Dann hast du Macadamia. Ja, und dann noch die anderen Marken. Es gibt ja, nee. Erdnussmus gibt es ja allein schon von, keine Ahnung, 30. Entweder einmal Mandelmus, eine Reihe. Aber es ist halt auch sehr ähnlich. Ich weiß nicht, ob da, wollt ihr das? Auch mit Preis und so? Ja, natürlich spannend. Mich würde es interessieren. Mich auch. Du bist ja ein sportlicher Mensch, ne, sagst du immer. Mhm. Ich glaube dir das einfach mal. Weil warum soll ich denn davon ausgehen, dass du lügst? Natural Protein. Riegel mit Eiweiß, Erdnüssen und so Zeug. Und wie viel Protein ist denn da drin? Guck mal jetzt, hey. Da sind 12 Gramm für so einen Riegel. Aber nicht so viel, finde ich. Hä, das ist gut. So einen winzigen Riegel. Ich hätte 100 Gramm erwartet. 100 Gramm Protein bei einem 40 Gramm Riegel. Ja. Ja, du hast Mathe-Leistungskurs, ne? Mikroprotein, hast du schon mal was davon gehört? Bist gerade eben noch nicht, nee. Erzähl mal von Mikroprotein. Ja, ja. Ihr könnt in der Zwischenzeit schon mal auf Toilette gehen, macht gründlich sauber, lasst euch Zeit. Ich wusste nicht, dass das 40 Gramm machen. Riegel ist. Na, dann sind natürlich 18 oder wie viel da drin sind. Und wenn ihr dann wieder zurück seid, dann ist Gordon auch fertig. Schon meditieren jetzt oder was? Nee, ich versuche dieses Gefühl abprallen zu lassen an mir. Aber es fällt mir so schwer, mein Herz zu verletzen. So, Leute, kommen wir zum Grand Finale. Ich muss sagen, das ist etwas, bei dem viele Menschen immer sagen, boah, das fehlt mir schon sehr und das ist das Letzte, was ich gerade irgendwie, also ich habe zumindest tatsächlich einige in meinem Freundeskreis, die sagen, das fehlt mir noch bei Pasta oder sonst irgendwas oder bei, wie heißt es, Risotto? Mhm. Risotto. Was ist es, Leute, wisst ihr es? Schreibt es in die Kommis. Müsst ihr nicht, es ist hier. Das ist das vegane Pasta-Topping, Parmigiano-Alternative aus... Das ist eine Alternative zu Parmesan, Mann. Cashews. Und nein, aus doch. Mandel, Cashewkerne und Würzhefeflocken und Meersalz. Mehr ist es nicht, Mann. Das kann doch nicht sein. Wenn das jetzt gut schmeckt, ne, dann weiß ich nicht. Ich hoffe, es schmeckt gut, Mann. Ey, sollen wir mal einen Parmesan-Test machen eigentlich? Parmesan, der große Grand Final Parmesan-Test? Riech mal. Nee, riecht auf jeden Fall nicht nach Parmesan. Nee, ich weiß auch nicht, wie ich das jetzt machen soll. Mhm. Oh, ist gut salzig, sagen wir mal so. Boah. Also ich schmecke jetzt nicht viel Parmesan raus, nee. Aber es schmeckt trotzdem ein bisschen cooles Topping, würde ich behaupten. Ganz ehrlich, ja. Ich finde es lecker. Ist auch lecker. Aber findest du, dass wenn jemand sagt, ich möchte gerne einmal Parmesan haben, dass er dann abholt? Nee. Das schmilzt ja auch gar nicht. Aber ist ein gutes Topping für Pastagerichte, finde ich toll. Haben die toll gemacht bei DM. Ich finde, man kann ja auch ganz gut einfach Hefeflocken nehmen. Ja, kann man auch. Schmilzt natürlich auch nicht, aber... Ja, liebe Leute, ich war, wie ihr gesehen habt, etwas überfordert bei DM. Es gibt noch viel, viel mehr, aber geiler Schuppen, ey. Und DM ist doch, ist es nicht auch die größte, so eine die größte Drogeriekette in Deutschland? Ja, ich glaube, so mit auch. Und da sind die groß. Krass. Das ist halt immer schon so ein Lifesaver, weil wenn man dann irgendwo mal im Kaff und dann ist das ist ein DM, du denkst halt so geil. Und das Geile ist, und da ist die nächste Frage, die ich euch nämlich auch noch stellen wollte, was haltet ihr eigentlich davon? Weil es gibt ja zum Beispiel auch ganz viele Drogerieprodukte. Da habe ich mich auch gefragt, soll ich da auch noch Gas geben? Was meinst du jetzt? Das verstehe ich nicht. Naja, in allen Bereichen. Es gibt sowohl Make-up, als so, auch ja, Cremes, als auch Duschgels, als auch Styling-Produkte, Conditioner, Trockenshampoo, alles mögliche. Wollt ihr das auch noch mal? Ja, das wäre natürlich das ja voll lustig, dass du das sagst. Das ist gar nicht schlechte Idee. Oder? Aber ich habe es halt noch nicht so ganz durchdacht, deswegen war ich mir nicht sicher. Sagt gerne mal. Ich finde gut. So, liebe Leute, Gordon frisst jetzt hier zu Ende. Muss ja. Die Sachen müssen weg. Ihr bleibt bitte sauber hinter den Ohren. Sagt man das und nun? Ja, hauptsächlich der Schritt ist eigentlich wichtiger. Hinten. Grün hinter den Ohren, sagt man. Ja. Ne? Aber ist grün, weil man sich nicht wäscht? Ist ja gelb, ne? Ich weiß es nicht. Weiß? Ich komme drauf an. Du bist doch Mediziner, du musst doch wissen. Was bildet sich hinterm Ohr? Hinterm Ohr? Mhm. Das merkt man. Ja. Das war's. Tschüss. Ciao.